Traktor-Pulling! Dieses Schiedwetter, wie wir im Norden sagen, bekommt uns nicht kaputt, oder? Da halten wir gegen. Das halten wir aus. Da machen wir einfach weiter. Die Strecke wird wieder freigemacht. Und dann starten wir wieder durch mit den nächsten Starter. Wir haben ja schon ein paar Finale. Und da kommen auch noch ein paar dazu, auf die wir noch warten. Die Strecke wieder perfekt abgedeckt gewesen. Geschickt. Klar, ich gehe da schon hoch. Ich werde ihn hier gleich interviewen und schau mal, die Lisa, die sitzt dort oben rechts. Das ist die sympathische junge blonde Dame, seine Freundin. Die hat sich da oben schon bei der 110-Meter-Marke positioniert. Und auch die Flakfrau steht da, genauso wie der Bahnkommissar. Und auch er leistet sich einen wilden Ritt. Hat Probleme mit der anfangs wenig griffigen Bahn, die dann urplötzlich bei der 30, 40 Meter Marke so viel Grip aufbaut. Junge, der Endler lässt den Blue Conception tanzen auf der Hinterachse. Da war er super unterwegs, der Rod Painter. Und dann droht er aus der Bahn zu kommen. Endlich mal frische Luft für normale Menschen. Ich geh noch einmal die Spur. Es ist der Wahnsinn. Es ist der absolute Wahnsinn. Jetzt hat er es mit Vollgas vom Start aus probiert. Und der Stefan springt runter. Bisschen Wasser. Herr Hütting. Ja, Klaus gesagt. Leichte Methanolflamme hier vorne. Mit noch ein bisschen Wasser rüber. Und fragt ihn, wo er das hinhaben will. Der Roy ist am Traktor. Gesagt, Feuer frei, und dann macht der Smoking Devil tatsächlich seinen Namen noch einmal an der Ehre. Es knallt, kracht, zischt, Funken sprühen raus. Ja, es ist heute nicht sein Tag. Man hat fast das Gefühl, dass er. Er zickt rum, ne? Ja, schon spaßig, aber so weit habe ich noch nicht gehabt. Jetzt habe ich gedacht, oh, er hat sich wieder beruhigt und dann hat er auch wieder runter. Ich habe schon gesagt, er nimmt das wahrscheinlich euch ein bisschen übel, dass ihr gesagt habt, er wird jetzt ein Testobjekt. Wahrscheinlich. Und die Sicherheitsdienstbahn, Stadtbeigabe ist erteilt. Auf geht's für den fliegenden Adler, Flying Hawk. Oh, da ist der Motor aus. Da ist genau in dem Moment, wo die grüne Flagge der Meister von der Insel ins Richtung.
spektakulärer Pull bei der Premiere. 77 Meter, 4000 PS, arbeitet vorne auf dem Rad. Es soll nicht sein, dieser Schritt des Dr. Bullet Schwarz. Rocket Science! Brothers Toy, der verhält sich in der Tat so ein bisschen wie ein Toy. Auf der Bahn wird hin und her geschaukelt. Es schüttelt ihn ordentlich durch. Auf dem Traktor Brothers Toy nach einem ganz, ganz wilden Ritt geht es zur 60 Meter Marke. Premiere in Fürstdorf. Alles ist selbst gebaut, alles ist selbst zusammengestrickt. Und wir haben es heute Morgen gehört für die Zuschauer, die schon da waren. Da haben wir ein kurzes Interview gemacht mit dem Teamchef, mit dem Tobias. Die Hinterachse und der Antriebsstrang, das ist so das Feld, wo man sagen könnte, da kann es wehtun. Gang von der Crossbox in den Reverser rein, da hat das ganze Gehäuse zerlegt und da ist keine Kraftübertragung mehr möglich gewesen. Zu viel Leistung, 5800 PS, so die erste Diagnose. Ah. Ich habe gar keine mehr Interesse an dem Ding jetzt, kann das sein? Okay, also ganz starker Auftritt und wir fangen an mit der Dog auf dem dritten Platz am heutigen Tage. Einen riesen Applaus für den Dog Special! Am Ende des Tages ist ein toller zweiter Platz rausgesprungen für Jack Seinen und den Rocket Science! Und der Sieger kommt auch aus den Niederlanden. Er war der Einzige, der heute einen Full Bull hinlegen konnte mit seinem beiden mächtigen V8-Motoren Rick and Screamer! Daniel!